Hallo allerseits und willkommen zu diesem Tutorial-Video, in dem ich euch zeige, wie ich Pflasterstraßen auf meinen Dioramen bemale. Was ihr hier zu sehen bekommt, sollte sich auf so gut wie alle Maßstäbe anwenden lassen. Hier seht ihr den Rohbau eines Dioramas im Maßstab 1:35, an dem ich gerade arbeite. Das Kopfsteinpflaster ist eine tiefgezogene Vakuumplatte aus einem Mini-Art-Set. Das habe ich für mein Diorama hier passend zugeschnitten und aufgeklebt. Man kann seine Pflasterstraßen aber auch selber bauen. Ich finde aber, dass diese Vakuumplatten eine sehr anwenderfreundliche Alternative sind zum Eigenbau, vor allem wenn man größere Straßensektionen braucht. Kommen wir nun zur Bemalung. Zuerst grundiere ich die Straße mit schwarzer Acrylfarbe. In diesem Fall verwende ich von Revell Matt 9 Anthrazit. Das mache ich weniger, um einen besseren Haftgrund zu haben, sondern wegen der rötlichen Modelliermasse, die hier und da auf der Straße kleben geblieben ist. Die schwarze Farbe deckt sehr gut und verhindert, dass das graue Plastik oder die rötliche Modelliermasse später noch durchscheinen kann. Danach trage ich eine Schicht Revell Matt 74 Geschützgrau auf. Der Farbauftrag braucht aber wegen unserer vorherigen Grundierung nicht ganz deckend zu sein. Es darf gern noch an einigen Stellen die schwarze Farbe durchscheinen. Um die Farbgebung noch ein wenig mehr aufzulockern, sprühe ich jetzt Revell Matt 43 Mittelgrau auf, aber nur wirklich ganz wenig. So, bisher war es ja relativ einfach, jetzt wird es ein bisschen mühsamer. Hier seht ihr die Auswahl an Farben, mit denen ich jetzt einige Pflastersteine einzeln bemalen möchte. Man braucht nicht alle Steine einzeln zu bemalen, es reicht, wenn man vielleicht ein Viertel farblich individuell gestaltet. Das kostet zwar Zeit, aber ich finde, das Ergebnis wirkt einfach wesentlich überzeugender. Los geht's mit Revell Matt 43 Mittelgrau. Das Ganze geht leichter von der Hand, wenn man die Farbe relativ stark verdünnt. Als nächstes kommt Revell Matt 47 Mausgrau zum Einsatz. Dann ist Revell Matt 76 Hellgrau an der Reihe. Auch ein paar dunklere Grautöne als Kontrast sind notwendig. Dafür eignet sich von Revell Matt 78 Panzergrau ganz gut. Zum Schluss trage ich noch Revell Matt 79 Blaugrau auf. Die Prozedur ist zwar relativ langwierig, aber ich finde, das Ergebnis ist den Aufwand durchaus wert. Die Farbkontraste sind im Moment noch recht stark, aber das tönen wir später noch ein bisschen ab. An diesem Punkt empfiehlt sich, die Straße mit mattem Klarlack zu versiegeln. Dafür verwende ich jetzt hier Revell Matt 2. Bis zu diesem Punkt sah unsere Straße ein bisschen aus wie ein Playmobil-Spielzeug, aber das ändert sich jetzt mit einem dunklen Ölfarben-Wash. Das Wash betont die Vertiefungen unseres Pflasters und tönt auch die Farbkontraste zwischen den einzelnen Steinen etwas ab, wodurch unsere Straße wesentlich realistischer aussehen wird. Ich mische mir meine Washes meistens selber. In diesem Fall hier habe ich schwarze und dunkelbraune Ölfarbe von der 502. Abteilung mit reichlich Feuerzeugbenzin verdünnt. Das ist sehr ergiebig, unterm Strich auch nicht wirklich teuer und das Ganze trocknet auch sehr schnell. Nach dem Trocknen sollte man das überschüssige Wash noch entfernen. Dazu befeuchte ich hier ein Stück Küchenpapier mit Feuerzeugbenzin und reibe damit die Straße ab. Weil wir schon gerade dabei sind, möchte ich euch gleich auch noch zeigen, wie man so eine Straße altern kann. In diesem Fall werden wir uns auf Staub beschränken. Man kann noch wesentlich mehr machen, zum Beispiel Regenpfützen oder Schnee und Eis, aber das sind jetzt alles Dinge, die hier zu meiner Szene nicht so recht passen. In diesem Schälchen hier habe ich fein gesiebte Erde aus meinem Garten.
wie ihr sehen könnt, ist es ein richtig feiner und trockener Staub. Diesen Staub vermische ich mit etwas Holzleim und viel Wasser und so entsteht eine Art Staubwash. Dieses Staubwash trage ich jetzt ohne besondere Vorsicht auf die Straße auf und lasse es trocknen. Das Ergebnis ist eine sehr dreckige Straße. Wem das so gefällt, der kann es so lassen. Mir ist es allerdings zu staubig. Deswegen reibe ich die überschüssige Erde noch mit einem befeuchteten Pinsel wieder ab. Das funktioniert, weil der Holzleim, mit dem wir das Wash angemischt haben, wasserlöslich ist. Jetzt sieht das Ganze schon besser aus. Ich denke, so werde ich es lassen. Das Ölfarbenwash und das Staubwash haben die Farbkontraste der einzelnen Pflastersteine schön abgetönt, aber man kann trotzdem noch gut deren einzelnen Farben erkennen. Und ich finde, das wirkt so alles sehr natürlich und überzeugend. Anschließend habe ich noch die Wiese neben der Straße gestaltet, damit ihr auch sehen könnt, wie sich die Straße in das Gesamtbild einfügt. Soviel zu diesem Tutorial. Ich hoffe, ihr konntet sehen, mit welch einfachen Mitteln ich dieses Ergebnis erzielt habe. Und vielleicht habt ihr auch mal Lust, das selber auszuprobieren. Viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamilkar Barkas.